Also per Definition ist eine Überschrift das, was vor dem Text steht. Hey, ich bin Merten aus der Academy. Überschriften werden im Print- und im Online-Bereich ganz unterschiedlich gehandhabt. Im Print versucht man, den Leser anzusprechen. Die Überschrift soll einen Auszug aus dem Text abbilden. Im Online-Marketing ist es im Prinzip ähnlich, aber wir orientieren uns eben auch an der Suchmaschine. Sprich, welche Keywords werden genutzt? Überschriften werden in sogenannten Heading-Tags festgehalten. Das sind Informationen, die nicht auf der Webseite ausgespielt werden, sondern sich im Quellcode verbergen. Damit ihr einen Eindruck bekommt, wie das Ganze aussieht, habe ich mal ein Beispiel mitgebracht. Hier sieht man eine Überschriftenformatierung, in dem Fall von Ebene H1 bis H3. Wichtig zu beachten ist, dass wir immer in der Reihenfolge bleiben. Sprich, eine Überschrift ordnet sich im Normalfall der vorgehenden Überschrift unter. Wir sollten hier nicht vermischen, sondern uns an die Struktur halten. Die H1-Überschrift sollte einmalig sein, also auch wirklich nur einmal genutzt werden. Überschriften und insbesondere die H1 sind ein sehr wichtiger Ranking-Faktor. Wir sollten hier vor allen Dingen das Fokus-Keyword platzieren. Der Fokus sollte auf einem Keyword sein. Also Keyword-Stuffing sollte definitiv vermieden werden, sondern wir haben ein Schlagwort, auf das wir uns in einer H1 beispielsweise pro Unterseite konzentrieren. Neben dem SEO-Blick sollten wir bei Überschriften auch selbstverständlich auf die Grammatik und die Rechtschreibung achten. Wichtig ist auch, dass wir versuchen, kurze und prägnante Überschriften zu finden. Denn Überschriften geben Texten den Aufbau, sie bestimmen die Hierarchie und die Struktur. Also eins ist klar, Überschriften sind nicht nur das, was vor dem Text steht, sondern Headlines sind immens wichtig. Wenn ihr euch nicht sicher seid, ob bei euch die Überschriften richtig gesetzt und formatiert sind, dann schaut auf www.vigital.tools und prüft eure Webseite. Ich freue mich, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal.